Und die müssen auf jeden Fall mal schauen, wie viel Abfallstoff es gibt. Weil so viel Ja. Anhänger brauchen wir dann. Und wenn das 6 Stück sind, können wir was machen. Ansonsten Oder, ja, ich bei nicht zwei ganz dafür. Züge. Notfalls. Aber ich meine. Ja, ich finde es eigentlich cool, wenn ein Zug halt komplett durchballert, ne? Durch alle Dinger und dann. Ja, aber stell dir mal vor, wir hätten 7 Sachen Ja, okay, dann ist es zu viel, aber verschiedene. ich glaube, es sind eh nicht so viele. Aber ich weiß nicht, über X Ist muss man das nicht. wahrscheinlich machen, ne? X und Teile. Ich hoffe, wir haben alles erforscht, dass wir alle Abfallstoffe sehen. Das hoffe ich auch mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es da steht. Das Ding ist, manchmal sind es auch normale Sachen, Abfallstoffe wie so Schwefelsäure oder so ein Scheiß, aber ich weiß nicht genau, ist halt eigentlich kein Abfall. Ja, aktuell Eins. besser so behalten. Nur noch eins. Zwei. Nee. Fuck, also nochmal, Abfallstoff 2. Ich sehe nur zwei Sachen bisher. Zwei. Ja, so gesehen habe ich schon 4. Nee, Was denn 3. noch? Alle Verdammt. Polymerharz, dann jetzt das Ja. lilane Zeug. Du Schweröl, meinst. meine ich. Ah, genau, Schwerölrückstand, genau. Was noch? An sich Aluminiumschrott und Aluminiumoxidlösung. Das, naja, wobei, das tun wir separat herstellen. Das ist ja eine Produktion. Also, Aluminiumschrott wieder hätte hergestellt. Das ist nur Apfelpur mit Ja. Wasser. Also, es ist ja kein Schrott. Ist halt immer so die Frage, wie man es Der auslegt. Schrott ist doch eigentlich das, also wenn wir was herstellen wollen, und da kommt was Zweites raus, was wir eigentlich gar nicht da wollen. Wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, Gummi herstellen wollen, ne? Wollen wir ja nicht das, den Schwell haben. Als Abfall. Genau, das heißt, eigentlich ist Auslegungssache, was Müll ist. Weil zum Beispiel, wenn wir wenn wir Polymerharz herstellen wollen, dann kriegen wir zum Beispiel Treibstoff raus, was in dem Fall eigentlich Müll wäre, sozusagen. Ja, wobei, aber Polymer hat. Ja, der Abfall. Ja, okay. Aber war ich Nee. schon dabei? Polymer hat ein Nebenprodukt der Ölraffinerie. So. Also Nebenprodukt. Drücken wir es doch handhaben. Mit der Beschreibung, was Nebenprodukt steht. Stimmt. Muss ich mal Ja, alle aber. Items mal durchklicken. Ja, aber das Problem ist aber auch, was ist, wenn wir das andere halt nicht brauchen? Also es, zum Beispiel Ja. Aluminiumoxidlösung ist eigentlich kein Nebenprodukt. Naja, aber warum sollte man diesen Korrekturrezept machen? Das ist das andere, was da rauskommt. Ist gerade nicht. Das, Das, Kieselsäure. Kieselsäure. Ja, Kieselsäure ist ein Nebenprodukt in dem Falle, weil Kieselsäure schleppen mit Quarz, ja. Ja, Warum aber. sollte man das dann machen? Weißt du? So, das ergibt ja keinen Sinn. In Ja, aber was wäre. dem Ja, Fall. wir wären doch safe. Ach so. Aber wir wären krass. Ja, aber es kann doch bestimmt ein anderes Beispiel geben, wo wir dann zum Beispiel in dem Fall jetzt Kieselsäure haben wollen, ganz viel. Und dann leider aber Aluminiumoxidlösung rauskommt. Nee. Mit. Denkst du nicht, dass bei irgendeinem Nein, so sein das wird? Aluminiumoxidlösung gekommen ist ein einziges, das Quarzrezept, Epoxid und Ich meine Wasser. ja. Ich Ja, ich weiß, was du rede von einem anderen meinst. Beispiel. Aber also, Das aber ich glaube, nicht. dass irgendwann der Fall sein wird, dass wir das nicht Nebenprodukt, dass wir das Nebenprodukt wollen, aber das Hauptprodukt nicht. Ja, Das aber ist dann ist mein es ja Problem. kein. Ja, ich weiß, was du meinst, dann kommt ja alles rein, theoretisch. Also, ich weiß nicht. Richtig. Also, rein theoretisch, das Wasser wäre ein Abfallprodukt in dem Falle. Das ist sogar. Ja. Das sehe ich halt leider. Wobei, beim Wasser ist es, glaube ich, aber so, für jede Produktion, die Wasser ausgibt, wird es auch Wird auch, irgendwann ja, voll wieder wahrscheinlich. benötigt. Schätze ich mal. Also, auch zum Beispiel sowas wie Treibstoffkanister. Ne, wobei, ne, wenn man Treibstoffkanister Gibt's leer machen, nicht. bekommt man eine leere Treibstoffkanister. Okay, ist auch Schrott. Theoretisch. Ja, es Das ist ist halt so das schwierig. Problem. Also, ich glaube, richtiger Abfall ist nur Polymerharz oder das lilane Zeug. Weiß nicht. Ich weiß halt Also, so zu 100%. Nicht so nicht. ein Neben-Zwischending. Wo sich unsicher ist. Weil das sind ausschließlich Abfallprodukte, die beiden Sachen. Das sind halt nur zwei Dinge. Das ist halt recht wenig. Ja, Man aber kann gerne das. noch mehr Sachen mit einbinden, dann, wie du meinst. Das ist Das okay, müssen wir auf aber. jeden Fall. Weil wir brauchen halt so selten beides. Sonst eins wird immer zu Ja. viel da sein. Das werden wir nicht schaffen. Das wirklich beides komplett exakt gleich wie benötigt wird. Aber auch genauso wie Aluminiumschrott. Wofür benötigen wir Aluminiumschrott? Na, den müssen wir aber separat herstellen. Den bekommen wir nirgendwo raus. Warte mal, Achso, Aluminiumschrott war stimmt. Der wo? mit Wasser, ja. Na, das sind Aluminiumwaren. Aber Dinger. stimmt. Ein Stück. Ja.
schwierig. Ja, aber rein theoretisch nur Schwerel und Mehrheits. Ja. Das Problem also nicht ist. So viel wie ist, was ich für einen Gedanke, also für so eine Mühle lohnt. Ja, aber das würde ich trotzdem machen, da wird safe noch was dazukommen. Mit ja. Sicherheit. Und das können wir auch andere Sachen reinmachen, wir später merken, okay, wenn der Produktion das viel zu viel, okay, dann lass halt in die Mühle mit reinschmeißen. Ja. Und was wir anders brauchen, kurz wieder rausnehmen. Aber das ist so ein Massenspeicher eigentlich, wenn wir richtig viel als ja. Überfluss haben, nicht in der Produktion, die vorläuft, sondern wirklich die Produktion würde weiterlaufen, aber das Zeug muss irgendwo hin. Wir wissen nicht, wohin damit. Ja, genau. Das Problem ist nur, entweder wir machen halt hier wirklich den sechsten Bahnhof dran, oder halt eine zweite Zughaltestelle, aber wo tun wir denn eine zweite Zughaltestelle hin? Ich weiß nicht, wo. Das ist ja. Das Problem. Aber sechsten Anhänger gibt eigentlich kaum Sinn, weil an Zug mit 6 Anhängern kommt kaum die Stadt Berge hoch. Ja. Das hat man schon mal getestet gehabt, das war recht kritisch. Es ist halt leider wahr. Weil ich wüsste echt nicht wo, außerhalb irgendwo. Okay, lass mir überlegen. Also im Gebäude eigentlich keine Chance. Ich guck mal hier draußen. Achtung, Strahlung, ne? Aber ich habe einen Schutzanzug an. Was ist das hier für ein Container? Uranzeug, wahrscheinlich gemacht. Ah. Die Reste, die ich nicht wegwerfen wollte, nicht in den Sink schmeißen wollte. Schredder. Die haben übrigens keine Strahlung. Oder? Nicht? Doch, doch, 100%. Jetzt, ich hatte in den Methan nimmst, hast du voll aus, hast du. Ja, stimmt. Ich stehe nämlich daneben, das passiert nichts. Ja, warte, was im Container drin ist. Das Schuss gut. Wahrscheinlich. Nur so wenig. Okay. Shit. Aber ich. Ist halt nicht wohin damit. Ich schon. Guck mal, hier ist gar kein Schrank. Okay. Also vielleicht hier mit einem Rohr hier durch. Was gab's hinten, ne? Zu der anderen da hinten. Notfalls zu der da hinten. Ja, müssen wir eigentlich, wenn dann. Ich brauchte auch noch keine andere Idee. Wie sieht denn da überhaupt aus? Da haben wir. Da haben wir glaube ich nur zwei besetzt mit Caterium. Aber Vorsicht, das ist ein Uranzug. Ich hab einen Schutzzug dran, also easy. Okay. Also da sind zwei besetzt, da bin ich mir super sicher. Also halt nur mit Caterium und das war's. Da die in die dritte und vierte müssen, also ich in die zweite und dritte, da und da. Ich würde jetzt den Schrottzug mal frei. Mit vier Anhängern planen, erstmal. Oder fünf. Aber ja. Da ist es okay. Wollen wir es dann hier vorne hin machen? Weil es halt das erste ist. Ich meine, klar, eigentlich wäre weiter hinten besser, weil es dann halt einfacher wäre. Nee, können wir nicht. Wir können es nicht ändern. Weil der Zug auch entladen wird beim Uran. Oh, Zeug. Stimmt. Also wir müssen die hintere nehmen, das müssen wir alles umbauen. Da hinten, hab ich keinen Bock drauf. Oh, fett. Geht eh nicht, weil die erst mit Uran beladen werden. Die ersten Dinger oder dessen, keine Ahnung. Also. Wir können die gar nicht nehmen. Können wir hier nehmen. Jetzt immer. Nee, die leeren. Selbst das nicht. Nee, der Uranzug hat 5 Anhänger. Ach, weil der belebt. Scheiße, ja. Ja, dann müssen wir hier. Wir müssen eine neue Station bauen. Ja. Was wir hier neben dran eine bauen quasi? Warte, ich schaue es mal ab, damit ich hier so eine Luftstrahlung habe. Quasi, also, ja, witzig. Also, eine Form hier halt. Ja, nur als neben dran noch einer. Ah. Wo die Schiene reingeht und rausgeht. Ja. Das. Problem wäre nur das Rohr dahin zu bekommen, es wäre vielleicht eher auf die andere naja, Seite. Naja, unter den Schienen lang das Rohr, das sieht man ja nicht. Lol, komm mal mit. Ich habe eine Idee. Was wäre, wenn der Zug hier lang fährt? Ja. Fährt dann hier an der Base vorbei, über die Klippe und dann zum Beispiel hier die Haltestelle, ja? Hier, also ne, so grob, ja. War halt hier daneben, ne? Ja, also ist okay. Halt auf unserer Höhe. Kann man machen. Fährt dann an der Klippe vorbei und dann hier einfach den Weg wieder zurück. Das wäre nie. Top Deal. Cool. Gut, dann lass mal Platten bauen. Oh, ich sollte mal vielleicht lieber Jetpack jetzt ausrüsten. Sonst falle ich gleich runter. Aber hier ist auch Strahlung gleich, ne? Ja, dann habe ich halt ein Problem. Ich lasse das mal schon zu bauen. Ah, hier. Platten. Die fetten Platten, ne? Ja. Genau, Satisfactory. Perfekt. Genauso wollte ich das sieht haben. Sieht schön aus. Ja, danke. Ich hab das mal so gehabt. Wieso? Ja, aber wieso hat er das platziert?
Ja, stimmt, manchmal konntest du auch keine platzieren, keine Platten. Das ist auch manchmal das Problem bei dir gewesen. Ja, weil ich mich oben gebackt hatte. Ja. Ich habe keinen Beton mehr. Ich gehe mal zu unserem Zug und hol Beton. Ja. Wei, haben wir da noch Beton oder habe ich alles rausgeschmissen? Ich glaube, ich habe alles rausgeschmissen. Ich habe noch 200. Oder hier? Ah, hier ist noch drin. Jawoll. Perfekt. Okay. Gut, wird denn das? Ich würde sagen, drei Platten breit und dann da vorne. Ich weiß halt nicht, wie die Zughaltestelle ist. Vier brauchst du, nee. Also ich mach grad komplett vier. Du hast vollkommen recht, vier, ja. Okay. Ich setze mal hier provisorisch mal hin, wenn ich dürfte. Darf ich die bitte auf dem Boden platzieren? Eins. Das ist zum Beispiel so. Okay, 5 breit. Würde ich es machen. Noch als mehr, okay. Ja. Dann ist der Aber der Input mittig. Sollte doch dann hier sein, oder? Auf der Seite. Das wird das Rohr lang pulvern. Ich weiß nicht, wie es ist, aber wir haben kaum eine Möglichkeit, weil der Zug. Ne, ja, okay. Der muss das hier reinfahren. Na gut. Also eine weiter noch. Aber wo? Ja. Ich will jetzt nicht komplett eigentlich 5 machen. Oh, too much. Wieso hab ich Pik gebaut? Okay. Warum hab ich nicht mehr so viel Beton? Okay. Also zum Beispiel so. Ja, glaube ich. Hast du Dings für die Kettensäge? Bio-Brennstoff-Dings? Na. Geh weg. Ja. Ups, nicht da. Aber hey, jeder Bahnhof ist jetzt nicht dann. Der Zug ich, von, ja, ja, ich hab's einfach nochmal grob dahin gesetzt. Na, okay. Das wissen wir, wie es ist. Okay. Ja, gut. Also ich brauch doch sogar der Bauernhof, der vielleicht nur so 2 Stationen oder was. Oder eine sogar nur. Ja, Theorie. Eigentlich wahrscheinlich schon, ja. Und dann direkt die erste mit den Shell machen. Wobei ich tatsächlich trotzdem mehr machen würde. Einfach damit es schöner aussieht. Auf tatsächlich. Platz, I don't know. Ja, okay. Dann würde ich ihn recht weit vorne platzieren. Ja. Das Ding ist halt wie weit vorne. Ja. Wie viel Beton? Wie du Beton hast, keine Ahnung. Nicht genügend Freiraum? Weit. Hä? In den Baum hier. Aber eigentlich. Ja. Vielleicht kann man den absägen. Ja, deswegen darf ohne ich Säge wird keine Chance. Jo. So, ohne Sprit für die Säge. Weil wir können welchen herstellen. Biobrennstoff können wir doch herstellen. Ich glaube, damit geht das ja. Hier ist eine Werkbank. Die können wir bauen. Das ist gerade mal. Mhm. Nee. Wo soll das gehen? Ich glaube nicht. Brennstoff, doch klar, aus Blättern und so und Holz. Ja, aber nicht in der Werkbank. Doch, Biomasse. Also Biomasse meine ich, nicht Biobrennstoff. Aber Biomasse geht doch nicht für Dings, für die Kettensäge, oder? Ich meine schon. Ich will es auf jeden Fall mal testen. Ah, doch, doch, könnte gehen, ja, doch, könnte gehen, das reicht. Na, testen wir. Oh, das ist wieder so ein süßes. Na, so ein Vieh hier. Mhm. Nee.
Wir brauchen festen. Nee, festen. Ja, kannst du erstmal herstellen aus dem Zeug. Normalerweise. Ja, das stimmt. Jo, funktioniert. Geil. Immerhin. War da weg der Scheiß. Mhm. Jawoll, nice. Du musst das. Da war mir gar keiner. So, die beiden, dann den. Warum? Die Bäume, glaube ich. Warte mal. Welche genau möchte ich denn da wegtun? Alles. Oh, ja, glaube ich auch. Okay, alle Bäume. Nicht. Autosave. Na komm. Gut. Dann probiere ich mal weiter zu bauen. Ja, ich kann Beton. Jawohl, geht. Oh, hier fehlt noch was. Ja, musst du auch noch. Das finde ich cool, dass sie so Bäume hinzugefügt haben. Nice. Ein bisschen nervig mit dem Baut, weil ich Schuhe bauen kann, aber egal. Ja, das stimmt. Man kann ja zumindest entfernen. Hier ist halt ein Strommast im Weg, leider. Ja, das stimmt. Der nicht weg kann. Ja. So. Gucken wir mal. Ich muss auf jeden Fall hin. Man lässt doch hier irgendwie anfangen, oder? Mit den Dingern hier. Also hier, da anfangen. Ja. Okay. Bahnhof. So, ja. So, und dann. So? Aber ich warte, nach links. Freiraum. Warte, warte. Nach rechts? Nee, aber. Oh, perfekt. Das ist nicht mittig. Also, so. Doch. Ja, nein. Die. Ding ist an sich nicht. Doch, steht da. Ja, zwischen zwei Plätzen, perfekt. Ja. Ja. Und das Ding ist mit auf dem Band davon drauf, falls irgendwo überschaut. Dann nehmen wir überall die Runde erstmal, oder? Also Frachtplattformen. Ja. Ich frage, wie viele? Ich würde ruhig mit 5 gehen. Tatsächlich. Eher ja, 3 oder 4. Ich kann sowieso nicht mehr bauen wegen Kabel. Brauchst du noch? Ja, Nico, hier, warte endliche mal. Kabel. Ja, rasch. Danke. Naja. Wie viel kostet denn so ein Viech? 25. Dann bist du keine 10 Dinger bauen. 4. Oh, 3, 4, perfekt. R4? Ja, reicht, muss ich übertreiben. Ja, wir haben immer 5, glaube ich, tatsächlich. Ah, mach halt. Cool, 5, danke. Das, müssen wir auch noch 8 machen, ne? Sonst ist es schon langweilig. Ja, dann können wir euch auch auf 10 erhöhen. Bahnhof, müssen wir noch als Abfallbahnhof oder sowas benennen, ja, oder noch? Mach ich grad. Oder Schweröl. Warte, stimmt, hier müssen wir es. Wie nennen wir das denn? Weil das ist ja nicht die Müllhaltestelle sozusagen, sondern eigentlich zu abholen. AKW/Müll. Ja, okay, perfekt. Oder nennen wir es Abfall? Abfall oder Müll? Abfall. Okay. So, AKW-Abfall, perfekt. Gut. Ich will die Rohre entfernen, nein! Ja, nerven hier. Wie viel werden wir schon machen? Ich noch. Hm, nicht mehr so viel, egal. Gut, dann kann einer ja hier schon mal die Strecke bauen, hier rüber. Per Zug und der andere den Abfall holen. Ja, was egal. Möchtest du machen? Cool. Oh, scheiße, der Strommast steht doch im Weg. Verdammt. Warum? Wir müssen hier die Schiene weiterziehen. Geht doch. Ja, aber ich finde das echt scheiße, wenn das dann auf nichts ist.
Komm. Rein theoretisch. Stromausfall. Ja, guck mal, geht da durch den Boden durch. Stromausfall ist ein Maschinen da. Alles gut. So, wo gehen denn die Schienen lang? Theoretisch jetzt. Da kannst du hinten vorbei an der Base, oder? Dann. Yep, also ich würde sagen, hier auf, dem, auf der rechten Seite. Hier drüben auch noch Beton. Was meinst du? Also Beton unter den Schienen oder kein Beton unter den Schienen? Oh. Nee. Ich würde es dann hier aufhören lassen. Also ich bis hier bin Beton und dann war es dort halt. Würde ich sagen. Wenn ich Schienen bauen sollte, habe ich aber kein Beton, um was zu machen. Den kann ich dir geben. Aber den musst du sowieso nicht. Ist jetzt halt die Frage, wer macht das? Mir ist eigentlich egal. Du bist ja Rohrspezialist, Nico. Okay. Dann. Noch hier. Ja, gönn dir. Hast du viel Kofferblätter für dich? Ja, warte, sofort. Ich gebe dir mal ein bisschen was. Alter, danke. Alter! Ja, ist gut. Plus für Schienen, ne? So, mein Schaden, Nico. So, jetzt. Ah, gegen zu Küche. Danke. 13? Ja, 13? Wow. Also 100 dabei, aber das ist schon verpulvert. Naja, Strahlung. Gut, also ich muss da links. Ah, hier unten kann ich vielleicht mit raus. Ja, das wäre eigentlich eine Idee. Ich brauche Beton, ernsthaft? Ja, ich, ne, ich komme mal vorbei. Nur gerade ein bisschen weg. Nice. Urlaub. Hinten am Bauen. Ah, du hast da an, fängst da an, okay. Ja, logisch. Achso, hier muss alles auf Plan stehen. Perfekt. Das muss eins, vielleicht am besten was zwei Sticks oder so. Wow, danke. Hast du nicht mehr gehen gehabt, Nico? Ja, danke. Rossen. Hey, wir sind 100, hallo. Ja, okay, wir sind 200 dann noch mit. Passt das. Soll ich den Schienen aufgleich einfach anschließen? Ach, Kurve. Ach, das ist scharf. Misch mal. Naja, schreien werde. Warte, wenn ich auf der anderen Seite beginnen kann. Egal. Mach ich das denn? Nee, ich würde sagen hier. Ja. Dann ah, ist okay, die Kurve nicht perfekt, aber. Ich kann ja beschweren. Es wird sowieso auch ein bisschen schwierig, den. Also wie du da vorne um die Kurve kommst dann, ne? Es wird nicht so einfach. Easy. Ja, dauert, dann haben wir schon Ultra-Probleme da gehabt und so. Ja. Ja, aber auch so, du musst einmal um eine 90-Grad-Kurve. Wird schon sehr gut. Ja. Was? Verdammt, okay. Wenn ich da vor Top, dann hab ich eins. Endlich. Ich hab da eins. Okay, dann machen wir das mal schon hin. Betonplatten! So. Ja, kann ey, nein! So oh, Spiel! So. Ja, muss man eigentlich nochmal dicke Panellen machen, theoretisch. What? Wieso ist das so? What? Wie schräg habe ich das denn gebaut? Ja, okay. Bisschen. Und ab hier mit den dünnen Platten. Ein Jetpack anziehen, ganz schlechte Idee, was ich gerade hier mache. Aber ich bin safe tot. Na, ja, dafür müsste das da platziert werden. Zwei daneben. Das da anzuschließen.
Also passt, okay. War noch Schienen dahinter. Mal. Alter, das geht nicht. Hm? Ich darf da anschließen. Kurve? Ach so. Aha. Ja, das könnte ja so zu einem Problem werden. Ein bisschen. Vielleicht. Ich glaube, ich kann da irgendwie abgehen von. Und drauf bauen. So, das geht. Easy. Okay. Nice. Jetzt schwerer vorgestellt. Fast so einfach. Okay, funktioniert. Dann. Nee, nicht Q. Nee, lass das. No. Hast du das abgebaut mit der Steuerfunktion? Das schon. So, ja. Gut, da brauche ich jetzt mal die Schiene. Irgendwie. Tja, wo schließe ich das jetzt dran an? Da. Wo da drin? So viel Leben habe ich nicht mehr. Nicht verdammt. Was für eine Stromleitung habe ich dann getrennt? Ach. Oh oh, Nico. Nichts kaputt machen, ne? Nö, nö, wird schon passen. So. Jetzt. Kurve ist doch auch okay. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Weiß ich, muss aber gucken, ob die Kurve okay ist. Ich hab's angeschlossen jetzt. Fertig. Okay, gut. Nur noch 50 Milliarden Platten hier abschlagen, wollte ich gerade sagen, abbauen. Ach so, so weit, okay, ja. Okay. Ach, du brauchst die Platten ab. Die wird hier rausstellen. Yep. Nur die Kurve, jetzt musst du mal schauen, ob die okay ist. Was findest du annehmbar? Wärst du wieder irgendwo ausgesessen? sieht doch gut aus. So, ich kann irgendwie, warum auch mal vorne einfach gerade anschließen, warte ich warum. Nice. Einfach. Das ist echt viel schwerer vorgestellt. Hm. So, damit haben wir alles. Einmal den Sprung, tot springen. Was? Warum? Ich würde nur gucken, ob hier noch Platten sind, aber ne. Hm. Schlag ich mal vorweg schon die Schiene, dass der geht. Sehr schön. Wenn du wieder alle verlierst. Cool, also Rohre sind auch angeschlossen, oder wie? Nee, da habe ich gerade mal ab dem Rohr zum, ab dem Einwand zum Bahnhof. Mhm.